Holger Harnisch und George W. Woods sollen in einem Swingerclub die Visagistin Carola Bertram gemeinsam vergewaltigt haben. Die Angeklagten behaupten aber, dass sich Carola Bertram gern verführen ließ. Wer lügt? Erheben Sie sich. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Alexander Holt. Bitte nehmen Sie Platz. Wir verhandeln die Strafsache wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung gegen Herrn Harnisch, das sind Sie, ja, das und richtig. Herrn Woods. Und weil es ein Verbrechen ist, natürlich als Schöffengericht. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Lukas. Verteidigerin von Herrn Harnisch ist Frau Rechtsanwältin Lang, ja, und von Herrn Woods Herr Rechtsanwalt Hofmann. Dann zunächst zu Ihren Personalien. Herr Harnisch als Erster. Ihr Vorname ist Holger. Das ist richtig. Sie sind geboren am 11.08.1970 in Frankfurt. Stimmt, genau. Sie sind ledig und Sie wohnen in Frankfurt. Auch das. Von Beruf? Ich bin ausgebildeter Sportlehrer und betreibe seit ca. 5 Jahren 2 Fitnessstudios. Betreiber oder auch Inhaber auch, oder? Ich bin Inhaber beider Studios, also was verdienen Unternehmer. Sie da? Ich zahle mir ein Nettogehalt von ca. 2.000 Euro. Vorstrafen keine, sehe ich. Herr Woods, Sie heißen George W. Woods. Wofür steht das W? Für Washington. Also George Washington Woods. Korrekt. Geboren 21.04.1965 in San Francisco, USA. Sie sind auch amerikanischer Staatsangehöriger. Das stimmt, ja. Sie sind ledig, Sie wohnen auch in Frankfurt. Stimmt auch. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Personal Trainer. Trainer, also auch bei Ihnen im Fitnessstudio. Vorstrafen auch keine. Herr Staatsanwalt, die Anklage bitte. Die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen den beiden Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Am Abend des 22. September 2001 befanden sich die beiden Angeklagten im Swingerclub Liebeskarussell in Frankfurt am Main, wo sie gegen 21.15 Uhr auf die sich dort ebenfalls aufhaltende Carola Bertram trafen. Nachdem es den beiden Angeklagten nicht gelang, Frau Bertram zum Sex mit ihnen zu überreden, fielen sie gemeinsam über die sich wehrende junge Frau her. Während der Angeklagte Woods sie festhielt, führte der Angeklagte Harnisch den Geschlechtsverkehr mit ihr durch. Erst als der Ehemann der jungen Frau dazukam, ließen sie von ihr ab. Die beiden Angeklagten werden daher einer gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung beschuldigt, strafbar gemäß § 177 Absatz 1 Absatz 2, 25 Absatz 2 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Es steht beiden frei, Angaben zur Sache zu machen. Wie wollen Sie es halten? Herr Harnisch äußert sich. Herr Woods ebenfalls. Auch, dann fangen wir mit dem Herrn Harnisch mal an. Schildern Sie doch bitte den Vorfall aus Ihrer Sicht. Vorfall ist gut. Für mich war das eine kinoreife Vorstellung. Sie wollte es. Es war keine Vergewaltigung. Also erzählen Sie mal der Reihe nach, wie es überhaupt dazu kam. Ja, die Melanie, meine Freundin, der George und ich, wir waren an der Bar, als die zwei gekommen sind. Und da hat sie schon auf Teufel komm raus mit uns geflirtet. Also beide habe ich hier noch nie gesehen. Und naja, ich meine, sie sieht ja nicht schlecht aus. Ja, was geschah denn da an der Bar? Naja, wie gesagt, wir saßen an der Bar und sie schaute immer wieder zu uns rüber. Also meine Freundin sagte auch, die hat das bemerkt und sagte, die ist heiß auf euch. Das war offensichtlich. Also Blicke sagen wirklich alles. Ja, und dann? Wie ging es weiter? Ja, dann nach einer Zeit sind sie dann aufgestanden und nachdem sie ausgetrunken hatten und sind zur Tür gegangen. Ihr Mann ging voraus. Ja, und die Frau Bertram drehte sich plötzlich noch mal rum, zwinkerte uns ein Auge zu, leckte sich ihre Lippen. Ja, alles okay. Und du bist sofort hinterher. Er ist sofort hinterher. Ich bestellte noch ein paar Drinks und bin dann ihnen auch gefolgt. Wohin gefolgt? Sie sind zum Pool gegangen. Aber ihren Mann habe ich nicht mehr gesehen. Naja, ich stellte die Getränke ab und fragte Frau Bertram, wie es ihr denn hier so gefallen würde. Daraufhin sagte sie, so Typen wie wir würden dir immer gefallen. Naja, das war für uns eindeutig. Eindeutig. Auf jeden Fall küssten wir sie dann und streichelten sie ein bisschen. Wie hat sie denn darauf reagiert? Sie reagierte recht gut darauf. Yeah. Sie war wirklich angeheizt. Also alle Achtung. Sie ging den George gleich schon an die Weichteile. Herr Harnisch, und meinen Sie nicht, dass Ihnen die Fantasie ein bisschen durchgeht? Wissen Sie eigentlich, warum Sie hier angeklagt sind? Herr Staatsanwalt, wissen Sie, bei wem die Fantasie hier durchgegangen ist? Bei Ihnen und Ihrer Anklageschrift? Ich sage, das glaube ich. Allerdings. Ja, schildern Sie es einfach mal weiter. Naja, auf den George wird sie wohl besonders abgefahren sein. Da hatte ich zumindest den Eindruck.
Woher kam der Eindruck? Ja, zum einen erwähnte sie, dass sie schon mal einen farbigen Freund hatte. Ihr erster Freund war farbiger. Und zum anderen faselte sie irgendwie was von, sie wolle immer mal wieder eine Big Black Banana haben. Naja, auf jeden Fall sprang sie auf ihn an wie ein heißes Tier. Ja, naja, sie besorgte es ihm oral. Und ich besorgte es ihr. Ja, nicht. Sie zitieren hier einen Pornofilm. Verstehe ich das richtig? Wären Sie dabei gewesen, würden Sie das nicht sagen. Es ist, wie ich es sage. Wir haben keine Vergewaltigung nötig. Ja, das stimmt. Ja, das interessiert hier niemand, ob Sie das nötig haben, sondern entscheidend ist, ob Sie die Frau genötigt haben. Hm? Genötigt. Das war eine Sie wollte weiter. Es. Irgendwann war das Ganze dann... Naja, okay, also... Sie hatte ihn oral befriedigt und... ich nahm sie von, ich habe sie halt eben genommen. Auf jeden Fall kam dann irgendwann mal ihr Mann. Und der Wutz hat sie dabei festgehalten, ist das richtig? Ach, das ist doch gar nicht wahr. Sie hat höchstens seine, seine Weichteile festgehalten. Aber nicht umgekehrt, er hat sie doch nicht festgehalten. Sie wollte es, sie war rattenscharf. Naja, auf jeden Fall kam plötzlich ihr Mann. Sehen Sie gleich. Ich war mit meinem Mann zum ersten Mal im Swingerclub. Wir wollten einfach mal gucken, wie es ist. Dann hat der Wutz mich von ihm festgehalten. Ja, und der Harnisch hat sich dann an mir vergangen. Sie als Frau sollten doch wissen, was es bedeutet, so wenn man sagt, aufhören. Gut aus, ich habe nicht aufgehört. Und sie fing plötzlich hysterisch an zu schreien, als sie den gesehen hat. Also, der George und ich haben uns wirklich erschrocken. Ich meine, wir waren gerade im Paradies und dann kommt sowas. Naja, ihr Mann brüllte rum, zog sie da weg und rief noch sowas wie Finger weg von meiner Frau. Und dann sind sie beide verschwunden. Wir standen beide nicht schlecht da mit der Waffe so in der Hand. Das ist Fragen noch an den Herrn Harnisch unsererseits. Ihrerseits auch keine. Herr Wutz, wie sehen Sie die Sache? Genau wie es er sagt. Sagt. Genau richtig. Keine Vergewaltigung. No. Alles frei. Alles korrekt. Noch Fragen? Keine Fragen. Auch keine Fragen. Dann bitte die Frau Bertram, wir treten die Beweisaufnahme ein. Zeugin Bertram, bitte. Frau Bertram, nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen und auch vereidigt werden können. Ja? Zunächst Ihr Personalien. Ihr Vorname ist Carola, Sie sind 33 Jahre alt. Ja. Sie sind verheiratet, Sie leben in Frankfurt, von Beruf Visagistin. Ja. Mit den Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Sie haben ja die beiden, den Herrn Wutz und den Herrn Harnisch, nach den Vorfällen in diesem Swingerclub Liebeskarussell vom 22. September angezeigt. Ja, das habe ich. Ihre Anzeige wurde allerdings erst am 27. September aufgegeben, also erst 5 Tage später. Warum eigentlich? Ja, weil ich war mir nicht so sicher und mein Mann sagte, ich soll es auf jeden Fall tun. Was heißt, Sie waren sich nicht sicher? Inwiefern? Ja, weil es ein Swingerclub ist und ich wusste nicht genau, ob das... Eine Straftat ist eine Straftat. Das ist ganz egal, wo die stattfindet. Vielleicht war sie sich auch nicht sicher, dass es überhaupt eine Straftat war. Doch. Es war eine Vergewaltigung. Jetzt schildern Sie einfach mal die Vorfälle. Ich war mit meinem Mann zum ersten Mal im Swingerclub. Wir wollten einfach mal gucken, wie es ist. Wir waren total aufgeregt. Und ja, wir saßen dann an der Bar, haben ein bisschen was getrunken und hatten uns dann auch ausgemacht, dass wir nichts mit fremden Personen machen. Und wollten aber auch nicht gleich gehen. Und mein Mann ist dann noch in die Sauna. Ich bin dann noch an den Pool gegangen und ja, da kam der Herr Wutz zu mir. Und warum sind Sie überhaupt dahin gegangen? Hatten Sie vielleicht vorher doch vor, etwas mit anderen zu machen, so wie Sie es nennen? Nein. Wir hatten, von Anfang an nicht. Gerade haben Sie gesagt, Sie haben es erst im Club ausgemalt. Wir hatten uns das schon ausgemalt und wir wollten einfach mal schauen, wie es ist. Das sollte uns einen gewissen Kick geben in unserer Ehe. Wir sind seit 7 Jahren verheiratet und waren halt sehr neugierig. Mhm. Naja, warum Sie da hingehen, ist eigentlich auch nicht relevant. Sie waren dann nun mal da. Ja? Dann sagen Sie, es ist der Herr Wutz auf Sie zugekommen. Haben Sie mit ihm geflirtet oder irgendetwas? Ja, ich habe halt mal rüber gelächelt und mal geschaut. Klar, aber das ist doch noch kein Flirten. Wie ging es weiter? Also rübergeschaut und? Der Herr Harnisch, der kam dann mit ein paar Getränken. Und ja, dann... Ja, und dann? Und ja, dann hat der Herr Wutz... Dann hat der Wutz mich von hinten festgehalten. Und der Harnisch hat sich dann an mir vergangen. Das kann auch wohl wahr sein. Du warst Bullshit. Das verstehe ich nicht. Also, du warst so heiß. Die Zeugin mal ausreden. Das ist gar nicht wahr. Das ist doch nicht normal. Das stimmt gar nicht. Wie haben Sie denn darauf reagiert?
Ich habe gesagt, dass ich das nicht möchte. Und sie sollen mich loslassen. Aber was sollte ich denn machen? Wir sind viel stärker. Und er hat mich festgehalten. Gucken Sie sich den noch an. Haben Sie denn körperlich auch reagiert? Ich konnte mich doch gar nicht wehren. Mich einfach festgehalten. Sie sagten, Sie haben es deutlich gesagt. Wie deutlich war denn diese verbale Zurückweisung? Also es war schon sehr deutlich. Wirklich deutlich. Die haben ja beide einfach nur darüber gelacht. Und ich habe dann nur noch gewartet, bis mein Mann kam. Und als er dann endlich kam... Was heißt gewartet, bis Ihr Mann kam? Ja, ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Weil ich hatte einfach keine Chance. Also, ich hatte dann keine dann Chance gegen euch. Warum haben Sie denn nicht geschrien? Verlust. Sie hätten einfach nur schreien müssen. Sie waren ja im Swingerclub, da gibt es ja noch mehrere Leute, ob das alles Leute, so einfach oder? Wäre. Also ich denke, jetzt nachträglich ihr Tipps zu geben, wie sich verhalten sollte. Ich wollte nur mal wissen, warum sie nicht geschrien hat. Da möchte ich gerne eine Erklärung für, Frau Zeugin. Ja, ich wusste halt nicht, was ich tun sollte. Ich hatte Angst gehabt und er hat mich so hart festgehalten und ich hatte einfach Angst gehabt. Du hast dich an ihn festgehalten. Noch Fragen? Also es kann nicht sein, dass Sie vielleicht von sich aus die Angeklagten angefasst haben? Nein, habe ich nicht. Oder dass Sie vielleicht den Wutz zunächst freiwillig oral befriedigt haben? Nein, habe ich auf keinen Fall. Ich habe noch eine letzte Frage. Hatten Sie schon mal einen farbigen Freund? Nein, das spielt doch auch keine Rolle, oder? Spielt schon eine Rolle, weil der Zeuge Hanisch uns hier, der Angeklagte Hanisch, ja, der ja angeklagt spielt keine ist, Rolle, ja, denke das ich vorhin auch. Uns erklärt hat, dass Sie schon mal mit farbigen Kontakt hatten. Klar hat sie uns das gesagt. Ja. Hat sie nie. Gut. Frage ist soweit beantwortet. Keine weiteren Fragen. Dann bitte den Herrn Bertram als nächstes. Zeugin bleibt 61.2 StPO als Geschädigte unbeeidigt. Herr Bertram, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Auch Sie wissen, als Zeuge muss man die Wahrheit sagen, Sie könnten auch vereidigt werden. Ihre Personalien zunächst. Sie heißen mit Vornamen Rudolf, 34 Jahre alt. Sie leben in Frankfurt. Ja. Sind Verwaltungsfachwirt und mit der Frau Bertram verheiratet, mit Richtig. Den Angeklagten nicht verwandt natürlich. Nein. Ja, erzählen Sie uns doch bitte, wie Sie in diesem Swingerclub, wie heißt es nochmal, Liebeskarussell, am Abend des 22. September die ganze Situation wahrgenommen haben. Ja, ich war mit meiner Frau Carola im Liebeskarussell zum ersten Mal und dann bin ich dort in die Sauna gegangen. Meine Frau wollte dort nicht mit, weil sie nicht so auf Sauna steht, also war sie draußen. Und als ich mit der Sauna fertig war, ging ich wieder raus, gehe an den Pool und sehe diese zwei Typen hier, wie sie mit einer Frau rummachen, ziemlich intensiv. Ich habe erst gar nicht gesehen, dass es meine Frau ist, war. Dann beim näheren Betrachten sehe ich, es war meine Frau, sie sieht mich, ruft, möchte den einen zur Seite drängen, aber es gelingt ihr natürlich nicht. Sie sind doch ein bisschen kräftig, die beiden, nehmen sich wahrscheinlich, was sie wollen. Also das heißt, sie hat erst, Entschuldigung, da muss ich direkt einhaken. Also das heißt, sie hat erst gerufen, als sie sie gesehen hat, ja? Richtig, sie hat mich gesehen, hat mich dann gerufen und ich bin dann hin, habe sie weggezerrt. Was hat sie vorher gemacht, bevor sie sie gesehen hat? Ich finde das noch lächerlich, ja. Beantworten Sie bitte einfach meine Fragen, ja? Was hat sie vorher gemacht, bevor sie sie gesehen hat? Ich kann da nicht ins Detail gehen, weil ich kam aus der Sauna raus, aber wie das genau ging, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es da Sex gab. Ich habe einfach über mich ergehen lassen. Das habe ich doch schon gesagt. In der Zeit, wo du in der Sauna warst und geschwitzt hast, ist deine Frau auf ihre Kosten gekommen. Ich weiß gar nicht, was du erzählst. Wach mal auf. Das erzählst du vielleicht. Du denkst, du kannst dir alles nehmen, was? Aber Herr Bertram, Sie also es mag da sein, dass es im Swingerclub durcheinander geht. Hier geht es nicht durcheinander. Und hier stelle jetzt ich mal die Fragen. Woran haben Sie denn gemerkt, dass Ihre Frau das nicht freiwillig macht? Es war ganz klar abgemacht, als wir dort waren im Club, dass wir keinen Sex mit Fremden haben werden. Zumindest nicht am ersten Abend. Wir wollen uns erst mal ansehen. Und deshalb war mir klar, dass es nicht freiwillig war, auf jeden Fall. Haben Sie denn im Nachhinein mit Ihrer Frau noch mal darüber gesprochen, wie es dann überhaupt dazu gekommen ist? Ja, und dann hat sie mir die Geschichte auch erzählt, hat geweint dabei und sie wollte das nicht. Und ursprünglich wollte sie auch keine Anzeige machen, weil das ja doch dann vor Gericht wieder aufgewühlt wird. Und ich habe sie dann doch überzeugen können, dass sie vor Gericht gehen sollte. Denn sonst laufen die ja ewig hier rum und machen das immer wieder. Unsererseits noch Fragen? Herr Staatsanwalt, Verteidigung noch? Noch Fragen? Eine, ja. Hatte Ihre Frau schon mal einen farbigen Freund? Frau Kollegin. Herr Staatsanwalt, beantworten Sie die Frage. Was soll diese Frage? Sie ja, sie hatte einen schwarzen Freund, sie hatte auch schon einen weißen Freund. Hatte Wenn das sie Ihre einzigen Argumente Freund? Sind, dann ist das etwas Frage mager. Frage beantwortet, ja, ich möchte es doch mal ganz konkret hören. Hatte sie schon mal einen farbigen Freund? Richtig, du, Sie als Frau sollen doch wissen, was es bedeutet, so wenn man sagt, aufhören. Gut aus, sie haben nicht aufgehört. Okay, danke. Ja, so viel zur Glaubwürdigkeit. Sie können sich beide im Gang draußen anbrüllen, nachher noch, wenn Sie wollen. Keine Fragen mehr? Keine Fragen. Keine.
bleibt als Angehörige der Geschädigten 61-2 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Herr Vorsitzender, die Verteidigung hat noch einen Beweisantrag, und zwar auf Einvernahme der Zeugin Astrid Behring, die draußen wartet. Frau Behring war heute Morgen bei mir in der Kanzlei überraschend und möchte aussagen, sie war an dem Abend im Swingerclub anwesend. Herr Vorsitzender, ich denke, wir brauchen die Zeugin nicht mehr zu hören. Wir haben alles gehört, was notwendig ist. Wir haben eine Augenzeugin, die während der Tat, der angeblichen Tat, dabei war und nicht erst, wie der Ehemann später dazu kam. Ich dürfte nichts dagegen sprechen, die Zeugin zu hören. Behring, sagten Sie. Herr Seeloff, die Frau Behring, bitte. Zeugin Behring, bitte. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Die Frau Behring, ja, Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen und Sie könnten auch vereidigt werden. Zunächst Ihre Personalien, wie heißen Sie genau? Also ich heiße Astrid Behring, bin am 9.10.76 in Frankfurt geboren, bin ledig und wohne seit ungefähr einem Jahr in Mailand. Von Beruf? Stoffdesignerin. Stoffdesigner. Mit den Angeklagten nicht verwandt, verschwägert? Nein. Verlobt, befreundet, gar nichts? Nein. Ja, nichts. Ja, Sie seien an dem 22.09. auch in diesem Swingerclub Liebeskarussell gewesen? Ja. Was haben Sie da beobachtet? Also ich habe mich von meinen Freundinnen verabschiedet und war gerade auf dem Weg zur Umkleide. Und auf dem Weg dorthin kommt man am Pool vorbei. Und am Pool sah ich diese Frau mit zwei Männern im Liebesspiel. Mhm. Also kannten Sie die Männer? Ich kannte sie nur flüchtig, da dass ich auch öfter im Swingerclub war. Und ich war gestern wieder im Swingerclub nach langer Zeit. Wie Sie wissen, ich wohne in Italien und dadurch war ich jetzt lange nicht mehr und komme alle paar Wochen mal wieder nach Frankfurt. Und ich habe gestern die Clubbesitzerin getroffen und sie teilte mir eben mit, dass zwei Männer wegen Vergewaltigung angeklagt worden sind, genau an dem besagten Abend. Und deswegen bin ich hier, um das richtig zu stellen. Das war also es waren die zwei und die Dame, schauen Sie mal, hinten war auch die. Ja, eindeutig. Mhm. Sind Sie sich ganz sicher, ja? Absolut sicher. Das, so wie die rumgestöhnt hat, das war niemals eine Vergewaltigung. Außerdem hatte sie den Schwarzen auch noch oral befriedigt. Also, ich weiß nicht, so sieht für mich keine Vergewaltigung aus. Wie bitte? Das ist nicht wahr, das ist gar nicht wahr. Stimmt das, was die sagt? Noch Fragen unsererseits? Herr Staatsanwalt, noch Fragen an die Zeugin? Verteidigung? Keine Fragen mehr, Verzicht nehmen. Du hast mir gesagt, das war. Die Zeugin 61-5 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Was soll ich von dir halten? Bitte da hinten Platz. Ich hatte halt totale Lust gehabt. Was sollte ich dann machen? Du wolltest ja nicht. Du wolltest ja gleich wieder gehen. Frau Badam, vielleicht lassen Sie uns auch Anteil haben. Nehmen Sie doch bitte noch mal hier vorne Platz. Ich belehre Sie nochmal, Sie müssen die Wahrheit sagen. Allerdings, auch falsche Verdächtigung ist eine Straftat, Belehrung 55 StPO. Sie müssen nicht sagen, wenn Sie sich selbst einer Straftat bezichtigen würden. Haben Sie ja gehört, was die Zeugin hier gesagt hat? Ja. Und ob die Zeugin hier einen glaubwürdigen Eindruck macht, das können Sie, denke ich, selbst. Ja, ich hatte ein bisschen was getrunken und hatte ein bisschen geflirtet und Aber um das geht es jetzt ja gar nicht. Es war doch deine Idee, ins Swingerclub zu gehen. Als wir dann da waren, dann hat es dir nicht mehr gepasst. Erzählen Sie uns bitte, was geschehen ist. Ja, ich meine, ich hatte ein bisschen was getrunken und dann hatte ich halt ein bisschen Lust. Und du musstest ja unbedingt in die Sauna gehen. Und was ist dann passiert? Haben mich halt die beiden Herren, ja, das war halt nett gewesen. Ich weiß es nicht. Ja, du mit deiner Eifersucht und dann mit deiner Missgunst. Du machst immer alles kaputt. Ich bin schuld. Ja, und außerdem hast du doch gesagt, Frau Bertha, also stimmt es nicht, dass die beiden sie gezwungen haben? Das Wort Vergewaltigung, das hat er benutzt und er hat mich zur Anzeige gezwungen. Beziehungsweise nicht gezwungen, er hat gesagt, ich sollte doch einen. Du wolltest keinen Sex haben, hast du mir erzählt. Dann ist es auch eine Vergewaltigung. Und wie sie wollte. Was sie wollten, ist ganz, hatten sie an dem Abend mit den beiden den Sex gewollt? Ich habe es anfangs nicht gewollt, weil wir uns das ja ausgemacht hatten, dass wir nichts mit fremden Personen haben wollten. Aber ja, ich hatte dann ein bisschen zu viel getrunken und Und haben sie dann freiwillig darauf eingelassen? Ja, es tut mir leid. Ja, jetzt tut es dir leid. Wir wären beinahe. Und als ihr Mann dazu kam, haben sie ihm gegenüber dann behauptet, ja, ich habe ihn gesehen. Er kam an und war total verschreckt. Und ja, ich habe dann ein ganz schlechtes Gewissen gekriegt. Und ich wollte doch unsere Ehe nicht kaputt machen. Ich wusste ja nicht, dass du schon zurückkommst aus der Sauna. Das hast du. Weiß, die Anzeige haben letzten Endes ja sie dann erstattet. Und da war nämlich sehr wohl von Vergewaltigung die Rede.
Es besteht auch die Möglichkeit, Ihnen die Kosten hier aufzuerlegen. Ja? Dazu irgendwas zu sagen? Du wolltest, dass ich die Anzeige mache. Du hast es jetzt gesagt. Jetzt sitze ich gleich noch an die Zeugen. Die Staatsanwalt, die Verteidigung bleibt nach wie vor nach 61.2 StPO unbeeidigt. Setzen Sie sich bitte wieder da nach hinten. Ich denke, dann kann ich die Beweisaufnahme schließen. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin, Herr Verteidiger. Auch im Swingerclub gilt der Grundsatz, Nein heißt Nein, Ja heißt Ja. Dass Frau Bertram aber erst Ja sagte und sich erst später für ein Nein entschied, als der Ehemann auftauchte, das haben wir erst hier, heute, erfahren. Mehr Ausführungen dazu in einem neuen Verfahren, in Ihrem Verfahren, Frau Bertram. Ich beantrage Freispruch. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Rechtsanwältin Lang. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Herr Kollege. Ich freue mich, dass der Staatsanwalt die Einsicht gefunden hat und auch erkannt hat nach der dritten Zeugin, dass beide Angeklagten die Vergewaltigung nicht begangen haben. Dies stand übrigens schon fest nach der Aussage der Geschädigten, die vollkommen unglaubwürdig war. Vielen Dank. Herr Rechtsanwalt Hofmann. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Frau Kollegin. Herr Staatsanwalt, selbst wenn Sie vor der Aussage der Zeugin Behring noch Zweifel gehabt hätten, ist es für mich bezeichnend, das ist das Einzige, was ich eigentlich noch festhalten möchte, dass Sie sich dieser Aussage widersetzen wollten. Der Aussage der einzigen Augenzeugin, die uns letztendlich erst Klarheit gebracht hat hier. Das Verfahren gegen Frau Bertram werden Sie gewinnen. Heute gibt es natürlich nur Freispruch. Dankeschön. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort, Herr Harnisch. Ich habe nichts mehr. Herr Woods? No. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zurück, kurz. Sehen Sie gleich das Urteil. Nicht gewusst, ob sie überhaupt wieder gesund wird. Sie lag da am Boden, Blut überströmt. Andreas, das alles nur, weil du dumme Gangster echt zu blöd bist, sogar noch auf Motorroller zu fahren. Ich dachte, meine Tochter ist tot. Nur wegen diesem blöden Flittchen da, weil die nicht Roller fahren kann. Hören Sie mir jetzt zu! Noch ein Wort und Sie bekommen Ihren Ordnungsgeld, und zwar ein saftiges. Wir verkünden im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagten werden freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens samt notwendiger Auslagen der Angeklagten trägt die Anzeigerstatterin Carola Bertram. Nehmen Sie bitte Platz. Es ist eigentlich wirklich alles gesagt. Sexuelle Handlungen werden nicht dadurch gewaltsam, dass man sich vor dem eigenen Ehemann schämt und dann durch ein klägliches Nein versucht, die Situation zu retten. Bei der Anzeige, Frau Bertram, da haben Sie letzten Endes mit dem Strafgesetzbuch geflirtet. Das ist nämlich falsche Verdächtigung. Und deshalb, denke ich, wird der Herr Staatsanwalt auch heute noch ein Strafverfahren gegen Sie einleiten. Zusätzlich allerdings, und das ist momentan eigentlich das Gravierende fast heute, müssen Sie auch die ganzen Kosten des Verfahrens, das sind zum einen Gerichtskosten, tragen. Aber Gerichte arbeiten ja billig. Aber Sie müssen auch die Anwaltskosten beider Angeklagten tragen. Weil Sie die Anzeige so leichtfertig oder in böser Absicht sogar erstattet haben. Liebes Ehepaar Bertram, so ein Swingerclub ist ja nicht so ein Partnerwechsel-Dich-Spielchen, ist nicht jedermanns Sache. Und irgendwie erscheint mir eigentlich Ihr Verhältnis zueinander gar nicht so locker, dass ich denke, Sie wären dafür so richtig geeignet. Vielleicht versuchen Sie es eher mal im Singleclub. Sitzung ist geschlossen.